Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon. Let's Play Pokémon Smaragd Nuzlocke Challenge Randomized. Gut. Ich sehe gerade, ich war im Kampf gegen Kabutops. Das würde Kabutops. Ich habe zwar schon Kabuto, aber einen Kabutops kann man eigentlich nicht ablehnen. Ja. Es müsste eigentlich einschlafen gleich, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Gut. Ich mag Kabutops. Ist mein Lieblingsstein-Pokémon aus der ersten Generation. Und nach hoffentlich jetzt mal einen Volltreffer vom Tackle. Oh, fast. Gut, ich probiere es trotzdem schon mal mit einem Ball. Mein letzter Pokéball. Und dann werde ich auch versuchen, den ganzen Trainer noch auszuweichen und in die Höhle zu kommen. Das ist aufgewacht. Härtner. Super, setz nochmal Härtner ein. Ja, also. Der alte. Das alte Kabutops. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich es mit, also mit Aquaknarre durfte ich es eigentlich besiegen. Zieht es mir wieder viel zu viel ab und kriegt zu viel KP dazu. Ja, es hätte. Okay, nicht effektiv. Ich guck mal, ob ich noch was anderes habe, um das zu schwächen. Wandelon mit einem Mogelhieb. Sam. Ich muss mal gucken. Zoomery 40, 7. Ja, es könnte. Angriff 74, dann weiß ich doch, was ich jetzt mache. Ich werde jetzt erstmal den Dicken einsetzen, Luminor. Mich weckt es nicht, genau. Nicht aufgewacht, das ist schön. Luminor, schönes Fund drauf. Das zieht doch ein wenig mehr ab. Gut. Ich weck das nicht, wach das nicht so schnell wieder auf. Ja, schönes Fund. Einmal könnte ich noch. Ja, jetzt noch einmal Fund und dann werde ich mal einen Ball werfen wieder. Nicht so effektiv, schön. Das war irgendwie logisch. So, und jetzt probieren wir es nochmal mit dem Ball. So. Schön, super, gleich ausgebrochen. Ja, genau. Na, einen probiere ich jetzt nochmal und dann werde ich es nochmal versuchen zu schwächen. Ja, das ist doch super. Da haben wir schon mal Kabutops gefangen und mal gucken, was mein nächstes Pokémon sein wird dann. Ich habe jetzt hier noch ein paar Routen, die kurz nacheinander kommen. Ja, ich will einen Spitznamen geben, es ist männlich. Und ich nenne es nach Kodu. Weil mir sonst langsam mal keine Namen mehr einfallen. So, da ist irgendwo so ein Käfertyp. Hier sind auch. Sinnlos? Also, wenn hier nichts liegt. Hä? Hä? Sinnlose Treppe? Na gut. So ein Hitz. Gut, der schaut sich um, das ist doch schön. Hoch, links, runter, weiter geht's. Ist noch ein Stein. Switchen wir das mal mit. Mit Semni. Und dann geht's los in den Kampf, in den Doppelkampf. Gegen den Wanderer und die Picknickerin. Alles klar. Habe ich jetzt Semni vorne gemacht? Ich hoffe, ich. Lombrero muss sterben. Hm.
Ja, ich muss den Loot einsetzen. Ja. Beide nicht besiegt, das ist doch wunderbar. Aber solange es nur der Stauner einsetzt, ist mir das egal. Und den Steinwurf auf Semni, so das alles vollkommen. Okay. Gut, das erste ist besiegt. Und jetzt. Hat die noch was? Ja, die hat noch was bestimmt. Ein Blanas? Nein. Oh nein, ein Merrill. Da weiß ich ja schon, auf wen ich gleich meine Angriffe konzentrieren werde. Obwohl es mir auch nicht so viel abziehen dürfte, weil es ja nur auf Level 18 ist. Aber ich will das Risiko nicht herausfordern. Noch ein Kleinstein. Nein, ein. Okay, das ist vielleicht. Okay. Das geht auf beide. Und dann noch ein Cut auf. Das. Okay, das. Schön, mal wenigstens kann man auch schon mal besiegt. Seine Intensität könnte mir vielleicht doch schon ein wenig Schaden zufügen. Das. Ja, erhöhe deine Verteidigung. Ja, nehmen wir einfach mal einen Low-Kick und ein Grazer. Ein Crit. Ja, Super Fury. Ist klar. Gut. So, hab. Ich dachte hier. Wow. Schaut er sich nicht um? Anscheinend nicht. So. Und wenn wir mal die Pokémon tauschen. Olli mit Semni. So, und nun werden wir schauen, ob wir, was wir hier für ein Pokémon fangen werden. Erstmal Top-Genesung oder was ist das? So, alles hier in dem Krater. Hier anscheinend kommen hier auch keine Pokémon. Doch, es ist ein wildes. Super! Super, dann ist diese Route auch schon mal für den Arsch. Weil ich glaube, es wird gleich flüchten, wenn ich nicht zufällig mit einem Superball direkt fangen werde. Ausgebrochen, na klar. Flüchtet das nicht? Safe. Sieve, ne? Wieso flüchtet Latias nicht? Das ist schon die zweite Höhle, wo ich Latias finde. Da geht daneben. Das sieht ja gut aus. Schaden dürfte es mir auch nicht viel machen. Also Latias wäre natürlich schon Hammer. Nein, aber die Fangrate ist sehr hoch. Wunsch. Super. Schwächen ist auch heute nicht so toll. Ich will es ja nicht besiegen, darum setze ich lieber Konfusion ein. Okay, das ist nochmal sehr gut. Psywille, ja, mach ruhig deine Psywille. Dürfte mir nicht viel Schaden machen. Wunsch. Und ist wieder voll und ich setze trotzdem einen Trank ein. Super Trank, um genau zu sein. Ich habe jetzt zum Glück ein paar gekauft gehabt. Ja, dann muss ich deinen Helping Hand und dann schläfst du erstmal ein. Gut, ich probiere es einfach mal mit einer Aquaknarre. Ups. Ich bin nur viel Level drüber, aber es müsste eigentlich eine gute Spezialverteidigung haben. Okay, so viel dazu. Aber es flüchtet nicht. Das Wunder. Ein Crit. Ja, okay. Nehmen wir weiter mit Tackle. Warum das nicht flüchtet, frage ich mich ernsthaft. So. Das könnte jetzt kommen. Jetzt nochmal ein Crit. Und ich weiß jetzt lieber. Was auf, einfach bitte kein. Ach, Wunsch. Ja, ist okay. Mach ruhig deinen Wunsch. Nochmal eine schöne Konfusion. Nicht sehr effektiv. Oh, verdammte Axt. Bitte, bitte. Latias, bitte. Wow. Das war knapp. Wenn jetzt der Wunsch darf noch nicht in Erfüllung gehen. Doch, er geht in Erfüllung. Das wäre so. Na gut.
Unschuld war. Die Sonne schläft ein. Oh, Leute, jetzt macht nicht so ein Kat. Sie winne, ja, mach ich. Ich will es unbedingt haben. Jetzt ist es eingeschlafen. So. Ich könnte vielleicht nochmal Tackle oder zwei sogar einsetzen. Oder ein Tackle und eine Aquaknarre. Na komm, ich setze immer noch. Ach, ist aufgewacht. Super. Oh nein, ist der noch confused? Komm, Latias. Ach, danke. Risiko? Oh, stimmt, das war ja auch noch. So, bitte, Latias, mach keinen Scheiß, mach keinen Scheiß, mach keinen Scheiß. Danke. So, jetzt können wir nochmal einen Supertrank einsetzen, um Olli zu heilen. Jetzt kann es theoretisch nicht mehr einschlafen? Doch. Also, was hat der? Bodyguard oder was? Gut, Ackerknarre. Und dann werde ich beginnen, Bälle zu werfen. Also beginnen, hör, weitermachen. Nicht so effektiv, ja. Eigentlich könnte ich es nochmal probieren, aber... Ich habe 22 Bälle, das dürfte eigentlich nicht ausreichen für den Latias. Deswegen. Dafür ist die Fangrate einfach zu hoch. Aber egal, ich werde hier weiter Bälle werfen. Mann, ey, Latias. Das ist die zweite Hülle, wo es Latias gibt. Super. Nicht mehr länger protected. Eigentlich müsste es aufwachen. Ha, gut predicted. Helfende Hand, gut. Jetzt mal nochmal Gina ein und dann nochmal eine Aquaknarre drauf. Hauptsache, es setzt nicht diesen Wunsch ein, super. Jetzt ist wieder eingeschlafen und ab in die Back, Great Ball. Oh Gott. Ich wäre so froh, wenn dieses Latias wenigstens mal, wenn das wenigstens mal wackeln würde, aber es passiert gar nichts. Oh, das war aber schön. Wie viele habe ich noch? Dreimal. Ja, tatsächlich. Oder muss ich halt weiter Bälle werfen, bis es seinen komischen Safeguard weg hat? Nichts. Ach, Wunsch. Super, ein Wunsch. Ein Wunsch hinterher. Ich habe auch einen Wunsch, Latias. Latias. So, jetzt ist nicht länger protected. Jetzt kann ich Gina einsetzen. Es kann sich ja nur um Stunden handeln. So, der Wunsch hat gewirkt. Und jetzt wieder Hälfte. Genau. Dann geht's weiter. Doch, nochmal Wunsch, ey. Hör auf. Latias. Ich muss hier einfach weiter angreifen. Komm, mach nochmal einen Crit, damit ich wenigstens das alles weg habe hier. Da ist er. Ach, das wird nichts mehr in diesem Part. Sehe ich jetzt schon. Außer ich habe Glück und der Primärball fängt es jetzt direkt. Ja, ich hätte jetzt fast gedacht. Ich probiere es nochmal mit einem. Vielleicht macht auch der Superball das jetzt. Nein, schade. Dann noch mal ein Tackle drauf. Ist aufgewacht. Super. Safeguard. Super. Also, wir sehen uns im nächsten Part, wenn ich versuche, das Pokémon doch noch irgendwie zu fangen. Macht's gut!